Auch während der Pausen ist der Krieg sehr präsent in der Schule Siebenfelde. Hier werden nur Schüler unterrichtet, die persönlich vom Krieg betroffen sind. Einer von ihnen ist der 9-jährige Nazar. Sein Vater wurde bei Kämpfen getötet. Ich hoffe, es geht ihm gut da oben im Himmel. Ich will, dass er ein gutes Leben hat. Für viele hier ist es schon das zweite Weihnachten ohne Vater oder Mutter. Die Trauer über den Verlust wird nicht geringer, auch wenn er schon länger her ist. Kirillos Vater wurde am zweiten Tag des Krieges getötet. Es ist gut, wenn die Leute einen verstehen, so wie hier. Ich war mal in einem Ferienlager, wo keins der Kinder jemanden verloren hatte. Ich erzählte ihnen von meinem Vater. Die meisten verstanden das. Aber ein Junge sagte mir, ich sollte das einfach vergessen. Ich sagte ihm, wie soll das gehen? Das ist unmöglich. So etwas kannst du nicht einfach vergessen. Siebenfelder war mal eine Privatschule mit Klassenräumen, in denen nur Platz ist für 10 bis 12 Schüler. Als der Krieg ausbrach, kam die Region zeitweise unter russische Besatzung. Als die Russen wieder abzogen, machte die Gründerin Oksana Wolschina aus der Schule ein Ferienlager für Kinder, die vom Krieg betroffen sind. Einige von ihnen wollten über das Ende der Ferien hinaus bleiben, also richtete Wolschina wieder eine Schule ein. Sie sind immer noch Kinder, aber sehr erwachsene Kinder. Das sind Kinder des Krieges. Ihre Gedanken gehen tiefer. Ihre Ziele und ihre Werte für ihr Leben sind viel reifer als die der Kinder in der Privatschule von damals, denen es nur darum ging, Spaß zu haben. Mehr als 2000 Schulen haben in der Ukraine schließen müssen wegen des Kriegs. Viele Kinder bekommen nur noch Online-Unterricht. In Siebenfelder bekommen sie während des Schuljahres eine Unterkunft, in den Ferien sind sie bei ihren Familien. Es gibt viel zu tun jeden Tag. Das lenkt die Kinder ab von dem schweren Leid, das sie mit sich herumtragen. Wir unterhalten uns meistens über positive Sachen. Ernste Themen besprechen wir manchmal nachts, aber nicht sehr oft. Die Schule wird über Spenden von Organisationen und Privatunternehmen finanziert. Ein kleiner Schimmer der Hoffnung in einem Land, in dem Millionen Kinder ihr Zuhause verloren haben und ihre Schule.